Da bin ich mir echt nicht sicher. Technikforschung, yay! Wir haben die Jeeps. Wir haben ein neues Transportfahrgeschäft freigeschaltet. Und zwar ist das hier unter Einrichtung und dann ist es hier Transport 4x4 Abenteuer. Also die Jeeps können wir jetzt hier bauen. Also eine kleine Safari-Tour. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen in den weiteren Folgen. Auf jeden Fall haben wir es schon mal. Was halt schon mal mega, mega gut ist. Und ich sage jetzt hier mal erweitertes, also kopieren und erweitertes Verschieben. Können wir nämlich genau die Höhe hier beibehalten. Jetzt sollten wir den Monitor... Wir packen den Monitor mal hier an die Stelle. So. Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben weitere zwei Gegenstände freigeschaltet. Das war jetzt in dem Fall... plus 50% Bildungsinfo und ein weiterer Fact über die Mandrills. Jetzt gerade erforschen wir wieder ein bisschen Spielzeug und das Premium-Essen für die Mandrill. So, zwei Tiere sind verletzt. Wer hat sich hier verletzt? Rufen wir doch mal einen Tierarzt und auch nochmal einen Tierpfleger ins Gehege. Sie mit verschränkten Armen. Oh nein. Was ist denn mit dir los? Hm? Geht's nicht so gut, Kleiner? Hm? Da hinten wird mit der Box hier gespielt. Ja, okay, er kommt auf die Krankenstation, sehr gut. Hier wird erstmal die Box erkundet und ein bisschen mit rumgespielt und rumgeschmissen. Würde ich aber genauso machen. So, haben wir noch ein verletztes Tier hier? Der wird gerade wegtransportiert, ne? Ja. Der wird gerade wegtransportiert. Ah, in dem Fall können wir mal gucken bei der Technikerforschung. Und zwar schauen wir mal, dass wir jetzt hier den großen Mitarbeiterraum freischalten und nachher auch das große Forschungszentrum vielleicht. Hier wurde auch ein bisschen Affenfutter schon mal verstreut. Das sieht ein bisschen aus nach, denk mal, vermute mal Erdnüsse oder so. Sehr gut. Und der King is back. Hier wird auch ein bisschen was an Getränken eingekauft. Ist wunderbar. Gut, dass der Zoo nicht so voll ist. Ja. Nee, finde ich nicht gut. Sollte ein bisschen voller sein hier. Können aber mal schauen. Oh Gott, hier ist noch ein V. Hier ist wieder ein V trächtig. Shit. Wir gucken mal. Für den hier nicht vielleicht. Den machen wir versandfertig mal hier. Der ist noch ziemlich jung. Der ist 3,8 Jahre alt. Den können wir auch mal versandfertig machen. Zack. So. Und... Okay. So. Ein Transportcenter geben. Das heißt, wir gucken jetzt hier mal. Den Wolf haben wir immer noch nicht verkauft. Den versuchen wir für 20 loszuwerden. Und den hier handeln wir für 30. Mal gucken, ob das klappt. Bin aber da eher nicht so optimistisch. Bin ich mal ehrlich. Denn wenn wir uns das mal hier angucken, wo haben wir es? Hier der blaue V. Da sehen wir halt, was hier los ist halt. Also die Liste ist gnadenlos lang. Also hier was zu finden, boah. Also, oder hier, dass hier jemand unser Tier gerade kauft, eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Das ist halt ewig lang, die Liste. 2022, Alter. Ja, Happy Animals. Mhm. Ja, nee, ich glaube nicht, dass die Annika hier verkauft wird. Das glaube ich nicht. Nein, nein. Nee. Nicht mit den Werten. Also wenn hier alles 100 wäre, würde ich sagen, ja, kann man drüber sprechen. Was ist denn der teuerste V, der hier verkauft wird? Gucken wir mal.
Ja, 2200, okay, alles klar. Der hier ist halt auch, also, nee. Die beiden werden, nee, glaube ich, nicht weggehen. Nur bei der Zeit auch mal gucken, also selbst... Ich glaube nicht, dass wir die Faunen loswerden, also... Oh, bei einer ist weggegangen. Was? Wir haben gerade einen Faun verkauft, okay. Wunder passieren doch ab und zu mal. Während ich noch erzähle, dass ich nicht glaube, dass wir einen V loswerden, verkaufen wir einen. Gut. Das freut mich natürlich. Hier gucke mal, ob irgendwelche Tiere prächtig sind. Nee, trächtig. Aber ich glaube, von dem Mandrill ist niemand trächtig. Und auch von den Faunen ist gerade keiner trächtig. Die haben nämlich schon gerade Nachwuchs bekommen gehabt. Aber das ist mittlerweile, der Faunennachwuchs ist mittlerweile so uninteressant geworden. Das ignoriere ich schon komplett mittlerweile. Die Mandrillforschung läuft, die Technikerforschung läuft natürlich gerade nicht, super. So, dann können wir wirklich mal sagen, Inspektoren ist, oh Gott. Ich brauche ein neues Mitarbeiterzentrum, glaube ich. So langsam. Hier ist der Pausenraum. Den kopieren wir mal. Und packen ihn mal hier hin. Damit wir mal beide einen Pausenraum haben. Achso ja, hier und da hat sich der erste beschwert, dass die Mitarbeitergebäude im Weg stehen. Weil sie zu sehen sind. Dementsprechend platzieren wir einfach mal so ein bisschen ein paar Büsche hier irgendwo oder Bäume hier hin. In der Hoffnung, dass sie dann nicht, also dass die Besucher sich dann nicht mehr beschweren. Reicht das vielleicht schon? Gucken. Sieht ganz gut aus, ne? Also ein paar Bäume hinstellen und schon beschweren die sich nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte einen Imbissstand finden. Ja, Junge, ein Stück weiter da vorne ist doch einer. Gut, ziehen wir den Preis noch ein bisschen an. Kommt mal rein hier. So, mal gucken, was die sagen. Die kommen jetzt gerade an. Hoffentlich sagen immer noch, dass es günstig und billig ist. Ja, sieht auch gut aus. Die sind gerade angekommen und sagen, in diesem Zoo gibt es nicht viel zu sehen. So, Stacy. Stacy ist auch zufrieden mit dem Preis. Sehr gut. Dann können wir das so beibehalten. Veterinärforschung abgeschlossen. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Die Mandrillforschung ist fertig. Da haben wir jetzt Spielzeug, müssen wir jetzt gekriegt haben, oder? Ja. Den Greifball hier, der ist jetzt neu. Den kriegen die Mandrill jetzt hier auch nochmal ins Gehege reingelegt. So. Und Lebensqualität. Ja, Lebensqualität durch Futter. Da müssten wir mal ein bisschen nachlegen. Gucken, ob die Futterplattform hier. Achso, vielleicht muss ich auch. Vielleicht soll ich auch gar nicht irgendwo platziert werden, sondern liegt einfach auf dem Boden hier. Bewegen wir sie auch mal ein bisschen weiter nach hier vielleicht. So. Und dann rufen wir einen Tierpfleger jetzt ins Gehege. Ah, hier hinten ist noch einer in der Box. Ah, der Kleine hier. Unser kleiner Mandrill, unser kleines Mandrill-Baby. Das ist halt krass, die Tierattraktivität ist halt übelst gut. Also, wenn er jetzt nochmal eine Bewertung kriegen würde. Ah, jetzt kommt der Flieger. Mm. Wo packt er das Futter jetzt hin? Wahrscheinlich hier die Beschäftigungsbox, oder?
Ja. Hier kommt das Futter. Ja, das erste Weibchen ist auch schon da und hat Bock. Ah, und jetzt wird auch, glaube ich, hier die... Ah, schau an. Die Plattform wird benutzt. Das sollte dann ein wenig Plus geben, was die Zufriedenheit der Tiere angeht. Essen, kommt. Lecker, lecker, lecker. Ja, jetzt sollten alle genug haben. Oh, ja. An der selbstgebauten Stange klettert hier gerade Mandrill rum. Sehr nice, also es funktioniert. Und so können die halt wirklich von Plattform zu Plattform laufen und sich bewegen. Fantastisch. Was sagt denn die soziale Gruppe gerade? 5. Also ist gerade so passend. Ich glaube, der aktuelle Partner, also der Status hier, der funktioniert noch nicht. Das habe ich bisher noch kein Tier gesehen, wo das irgendwie mit beistand. Ja, hier wird fleißig gegackert und gemacht und getan. Ich glaube, vielleicht hilft das sogar, dass die Tiere... Oh, Veterinärforschung abgeschlossen. Wie das für ein Mandrill? Ja, drei Gegenstände. Schauen wir gleich mal rein. Das ist jetzt die letzte Stufe der Mandrill. 30% Paarungsbonus haben wir jetzt noch bekommen. Und beim Gehege gucken wir mal. Was haben wir da Neues bekommen? Haben wir überhaupt was Neues bekommen? Ich sehe es nämlich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Den Sprinkler? Den Sprinkler hatten wir schon, ja. Oder Moment. War das jetzt hier gerade nur... Müsste aber eigentlich ein Spielzeug gewesen sein, was wir jetzt gerade freigeschaltet haben. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Und das bin ich öfter mal. Den Greifball hatten wir. Den Pappkarton hatten wir. Die Futterbeschäftigungsbox hatten wir. Das Spiegelmobilier hatten wir auch schon. Die große Wasserschüssel hatten wir auch schon, ja. Okay. Vielleicht hatten wir es auch voll. Ach, vielleicht war das die... Ah. Kann sein, dass es diese Futterbox hier ist. Diese hier. Ich kann einfach mal die Zoopedia reinschauen. Und zwar beim... Mandrill. Ja, okay. Also wir sehen es hier. Affenfutter, Früchte und Insekten, kleine Wirbeltiere werden von dem Mandrill auch gefressen. Und hier Beschäftigung durch Futter, die Beschäftigungsfutterbox. Alles da, haben wir hier alles freigeschaltet. Okay. Und wir haben auch hier alles reinplatziert. Er spielt hier gerade mit dem Greifball. Und nicht perfekt. Ja, hier ist er das fallen gelassen. Da freut er sich. Ja, hier. Yeah. Guter Mann. Ein guter Mann. Das heißt, wir können uns eigentlich gleich schon mal um die nächsten Tiere kümmern. Die wir uns hier in den Zoo reinholen. Auch wenn wir gerade ein bisschen Minus machen. Was ist hier los? Oh Gott. Kein Verkäufer da. Ja, okay, dann stellen wir doch nochmal einen Verkäufer ein. Weil natürlich müssen die Verkäufer auch ab und zu mal Pause machen. So, die sind mit dem Gehalt unzufrieden. 2000 bis 2100. Ja. Und hier ist es wahrscheinlich 3000. Okay, vielleicht auch 3100. So, okay. Jetzt sind die auch wieder zufrieden. Vielleicht sollten wir nochmal einen weiteren Zoopfleger einstellen. Also jemand, der hier die ganzen, der hier ein bisschen putzt und sauber macht und sich um alles kümmert. Die Leute haben halt echt Durst hier. Dementsprechend schaue ich mal, dass wir den Mitarbeiter hier auch weiterbilden.
Weil die Leute haben wirklich Durst, ja. Da machen wir auch gut Cash jetzt, ey. So. Dieser Redner hier, das ist noch so ein bisschen frickelig und hakelig. Und, wir machen aber trotzdem, glaube ich, jetzt hier gerade ganz gut Gewinn. Und wir gucken mal, dass wir die Verkäufer auch weiterbilden. Problem ist halt, dass hier so viele Leute anstehen, dass die anderen Leute hier nicht mehr vorbeikommen. Oder sich so ein bisschen staut. Der ist natürlich jetzt nicht mehr zufrieden mit seinem Gehalt. 260. 300, okay. Den bilden wir auch gleich nochmal weiter. So, Techniker können wir auch noch weiterbilden. Den Tieflinger hier weiterbilden. Dann hoffen wir mal, dass er hier jetzt gleich mal Gas gibt. Der ist ja gerade dabei, weitergebildet zu werden. Oder wohl, hat schon eine Weiterbildung bekommen, ne? So, und das Geld sollte, reduzieren wir das Gehalt mal ein bisschen. Nächste Fortbildungsstufe ist auf Fortbildungsstufe geschickt. Wunderbar. Weil dann erledigt die Aufgaben schneller und hat eine höhere Zufriedenheit grundsätzlich. Das hat schon mal gut wäre, wenn er hier Getränke verkauft, weil das muss er jetzt nämlich auch. Damit sich hier die Menschenmasse hier mal so ein bisschen auf... Oh, da sitzen welche. Ah, da saßen gerade welche. Okay. Also es setzen sich einige Besucher doch zwischendurch mal hin. Und die stehen bei den Toiletten hier an, ne? Kann das sein? Wollen wir 10 Cent verlangen für die Toiletten? Ja, die Leute zahlen für die Toiletten. Sehr gut. Wunderbar. Sind da vielleicht welche unzufrieden? Glaub nicht, oder? Oh, die können schief nicht besuchen. Ach, die stehen ja am Geldautomaten an. Der kann sein. Dann brauchen wir einen neuen Geldautomaten einfach nochmal. Und, schau mal. Die Mandrillforschung wird gerade nicht fortgesetzt, alles klar. Bei den Mitarbeitern wird auch gerade nicht geforscht. Manchmal ist es halt echt, abenteuerlich. So, der wird immer noch, ich glaube, der muss erstmal in die Pause geschickt werden. Wir können aber mal schauen, und zwar, hier ist der Pausenraum für Mitarbeiter. Da gibt es ja auch noch, kann man auch so einen Bonus einstellen, zum Beispiel. Während Mitarbeiter sich im Mitarbeitergebäude ausruhen, lernen sie etwas mehr über ihre Arbeit, was ihren Trainingsbedarf auch später verschiebt? Nee, Sicherheitsbüro, nein. PR-Kurs, Animateure und Verkäufer mit diesem Bonus machen die Besucher, mit denen sie interagieren, noch zufriedener. Ja. Mitarbeiter, die sich hier ausruhen, regenerieren ihre Energie ein wenig schneller. Machen wir doch mal. Und sieht man das hier auch dann drin? Nee, ich glaube, das ist einfach, also es ist einfach nur ein Bonus, den man anwendet. Da ändert sich dann aber nichts, glaube ich, an dem Pausenraum selber. Aber ist schon mal ganz cool. Dann geben wir einfach den Bonus, dass sie sich hier ein bisschen schneller regenerieren. Oh, 33% unzufrieden. Na komm. Das mit dem Schieberegler ist halt eine Katastrophe. Das ist halt echt eine Katastrophe. Da möchte ich einfach selber eine Zahl eintippen können. Und ich glaube, wir brauchen noch einen neuen Zug, Digga. So, mit der Nährforschung abgeschlossen. Das heißt, die Mandrillforschung ist jetzt auch beendet. Und
Das war jetzt hier nochmal ein wissenswerter Bonus und plus 50% Bildung an den Monitoren. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall zwei komplett fertig. Ich glaube, die Krankheiten sind in der Beta deaktiviert. Das heißt, die können wir eigentlich komplett ignorieren. Und nochmal bei dem Mandrill. Sind auch gefährdet, die Mandrill. Ein Männchen geht eigentlich in der Gruppe und bis 10 Weibchen. Ja, und hier haben wir jetzt alles freigeschaltet. In Zukunft wird es auch noch so Weltrekorde geben, also maximale Größe, Lebenserwartung. Ja, das wird dann mit dem Release nachher, denke ich mal, passieren. Und das ist halt, er hat gerade halt wirklich gegähnt hier, ne? Unser Äffchen. Also mega nice. Mega, mega nice. Gut, gucken wir mal, was für Tiere wir noch hier in den Zoo reinkriegen. Also die Leute haben Hunger und Durst. Wo haben wir hier extra eigentlich noch einen Stand? Ja, die haben was zu trinken bekommen. Sehr gut. Oh, und hier sitzen auch welche und machen Päuschen. Und trinken hier. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und Müll wegschmeißen, ne? Ja, gut. Alle getroffen beim Werfen. Wir können die Sicherheitskamera ja nochmal. Auch nochmal eine hierhin irgendwo packen. Auf die Ecke hier, würde ich sagen. Und, ändern den Kamerawinkel mal. So in die Richtung. Damit sich auch ja jeder beobachtet fühlt. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, ich frage mich aber auch noch, wofür die Leute hier anstehen. Hoffentlich gibt es keine Staus auf dem Heimweg. Ja, also wenn ich mir das hier angucke, sieht ein wenig nach Stau aus. Wir kopieren die Toiletten hier nochmal. Ich wollte eigentlich das ganze Gebäude hier kopieren. Und den dann hier an die Kante ranstellen. So. In der Hoffnung, dass ich es vielleicht ein bisschen aufs Bild jetzt. Aber ich sehe. Wir müssen die Leute auch ein bisschen wegbewegen einfach. Also ein bisschen den Stau auflösen hier. Vielleicht hilft das ja schon. Oder können wir mehrere auswählen auch hier? Nee, das geht leider nicht. Ich dachte, wir können mehrere Besuchergruppen vielleicht auswählen. Ja, Stau. Stau, die Leute sind. Oh, die rasten komplett aus, wollen alle auf Toilette. Und. Zumindest die Tiere fühlen sich wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefällt, lass einen Daumen nach oben da und schreib gerne was in die Kommentare. Bis dann, euer Metalizer.